Grüß Gott. Ich will mein aufgebrauchtes Video vom Mai machen. Das Beauty aufgebraucht. Ich fange auch gleich einmal an, weil es ist schon wieder ziemlich viel. Aber viele Sachen, die mir gefallen haben, was ich weiß, sind dabei. Fangen wir auch gleich einmal an. Wenn ich ein bisschen komisch rede, wundert euch nicht, weil der Stefan ist im Nebenraum und das macht mich ganz nervös. Habe ich euch eh schon oft genug in Videos erzählt. Ja, so, fangen wir mal mit dem ersten an. Ich habe mein Haarspray leer gemacht von Elnett. Ich habe mir aber jetzt das nachgekauft, was die Frühlingsrolline immer verwendet, weil ich das unbedingt mal probieren wollte. Ich mag es noch immer. Ich liebe es noch immer, sagen wir es mal so. Aber ich wollte auch mal was Neues ausprobieren. Ich habe mich mal traut, was Neues auszuprobieren. Benutzt habe ich es bis jetzt noch nicht, aber nachkaufen würde ich das trotzdem immer wieder. Aber erst, wenn es in Aktion ist. Sorry, vorher nicht. Ich habe ein Shampoo, oder beziehungsweise der Stefan hat mir da geholfen, das Shampoo leer zu machen. Das war von Dreamlength, das Elvital L'Oreal. Es hat urgut gerochen, aber das war gar nichts. Also das war nichts für meine Haare. Es hat meine Haare am nächsten Tag sofort fertig gemacht. Ich meine, heute sind die auch ein bisschen, würde ich sagen. Also mein Pony, weil ich heute die ganze Zeit schon durch meine Haare gefahren bin, fängt das natürlich schneller an zu fetten, ist ja eh klar. Aber das war ganz furchtbar. Das war mega furchtbar, muss ich sagen. Das würde ich mir niemals nachkaufen. Meine Haare waren danach stetig aufgeladen. Sie waren am nächsten Tag fettig. Die Spitzen waren total schier. Sie erholen sich auch irgendwie gar nicht davon. Also würde ich mir nicht nachkaufen, auf gar keinen Fall. Was ich auch unbedingt loswerden will, ich habe eine Packung jetzt aufgebraucht. Die waren so schmierig auf den Händen, das fand ich ganz furchtbar, also die würde ich mir nicht nochmal kaufen. Sie haben ja eh die Formulierung und die Verpackung geändert. Ich mag die neue Variante irgendwie lieber, ich werde die einer Freundin schenken, der lieben Nisa, weil die backe ich gar nicht, die sind ja furchtbar. Welche ich aber mag, sind die von Action. Ich weiß gar nicht, ob ich noch eine Packung leer gemacht habe, aber die mag ich sehr gerne für meinen Schminktisch. Die anderen, die ich euch gerade gezeigt habe, konnte ich nicht zum Abschminken verwenden und auch nicht für den Schminktisch. Fand ich furchtbar. Ich nehme sie aber nicht nur zum Abschminken, habe ich euch eh schon oft erzählt. Dann habe ich eine Duftprobe leer von Black Opium. Den habe ich ja eh auch noch in groß zu Hause, in verschiedenen Varianten. Aber ich wollte mal die Probe leer machen. Eine Cadea Vera Kokosampulle habe ich leer gemacht. Diesmal war ich ein bisschen ampullenfaul. Ich hoffe, ich kriege noch ein paar Backups, weil ich glaube, die geht schon wieder aus dem Sortiment. Ich mit meinen Backups, ich weiß. Dann habe ich zweimal die Sherry Lippenmaske leer gemacht. Ihr wisst ja, die liebe ich. Gibt es ja leider nicht mehr, aber ich habe so viele Backups. Einmal oder beziehungsweise zwei habe ich da noch von... Habe ich die nicht öfter? Ich bin mir ein, ich habe mehrere davon, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich zeige sie euch einmal. Einmal, ist ja wurscht. Einmal habe ich die Cadea Vera, da habe ich mir viele Backups gekauft, weil ich die mag. Ich meine, sie geht ja Gott sei Dank nicht aus dem Sortiment, aber sie wird neu verpackt. Die habe ich ja so gerne verwendet. Das sind die Melone Augenpads. Nun muss ich sagen, dass sie bei mir ein bisschen brennen, leider. Aber ich liebe die Verpackung trotzdem, also ja, ich werde die natürlich verwenden, die ich habe. Die fand ich ganz furchtbar, das war eine Aldo Vandini, die habe ich früher mal geliebt, vielleicht war sie auch einfach zu alt. Aber Ablaufdatum sehe ich da jetzt keines, aber die fand ich nicht mehr gut. Also ich hoffe, da habe ich keine mehr und wenn, würde ich die glaube ich sogar wegwerfen, weil die war nicht mehr gut. Da sieht man, wie sich das nach den Jahren doch verändert. Dann habe ich von Cadea Vera die Ice Cube Hydrogel Augenmaske aufgebraucht. Die war ja mega geil. Da habe ich, glaube ich, noch ein, zwei Backups davon, weil die fand ich wirklich gut. So wie die, die mochte ich ja auch so gerne. Das war die Cadea Vera schon wieder. Glow Honey Hydrogel Maske, die mag ich auch so gerne. Von der habe ich ja auch noch, Gott sei Dank, sehr viele Backups. Ich mit meinen Backups. Noch eine Cadea Vera Ampulle habe ich leer gemacht. Die gibt es ja leider nicht mehr. Habe aber noch Backups. So wie von der hier, das ist von Primark, diese Augenmaske mit den Sternen drauf, habe ich auch noch sehr viele Backups, die mag ich auch so gerne. Ich gehe nur mit denen sehr sparsam um, obwohl ich eh so viele davon habe, aber trotzdem gehe ich sehr sparsam damit um. Da habe ich eine Cotton Candy Moisturizing Mask von 7 Heaven, kaufe ich mir nicht mehr nach, ich fand die furchtbar. Sieht man die? Ja, die hat gebrannt, mochte ich gar nicht. Ich mag nur diese Birthday, was man abziehen kann. Die anderen mag ich alle beide nicht. Die fand ich okay. Das war die von Action mit so einem speziellen Tuch drauf, also mit so einem Skull
Kopf war okay. Würde ich mir aber auch. Also die würde ich mir jetzt nicht mehr unbedingt nachkaufen von Action, muss ich euch ehrlich sagen. Weil die finde ich jetzt nicht so der Burner. Da finde ich die Beauty Depp mit der Melone und so viel besser. Oder da gibt es noch andere, die ich besser finde von Action, die mir aber gerade jetzt nicht einfallen. Egal, aber die würde ich eher kaufen. Dann habe ich noch von Action die Lippenmaske aufgebraucht. Da würde ich mir auch nur noch die kaufen und nicht mehr die in Gold, weil die liebe ich. Die macht die Lippen so weich danach. Das ist echt ein Wahnsinn, wirklich. Von Balea habe ich eine Seife leer gemacht. Die Feeling Seife. Da ist das Reduzierding da drauf. Die war okay, aber mir hätte, glaube ich, die mit diesem Kirsche besser gefallen. Ich habe aber von der noch ein Backup, weil ich ja die nochmal nachkauft habe. Ich kleiner Junkie wie immer. Ne? Darf man ja nicht vergessen, dass ich ein Junkie bin. Schmeiß mal da ein bisschen große Sachen dazu, weil sonst wird es langweilig. Von Alverde habe ich die Pflegedusche leer gemacht mit Biominze. Ich finde die gut. Ich habe Gott sei Dank noch ein paar Backups als Nachfüllung. Deswegen werde ich die Flasche natürlich aufheben. Ich habe die ganz schön zerdrückt, fällt mir auf. Aber ich werde sie aufheben und werde es nachfüllen und werde sie mit dem nächsten wieder in die Dusche stellen. Ich fand das echt gut. Ich fand das wirklich gut. Mir hat das sehr gut gefallen. Da müsste ich sogar nicht als Seife verwenden, weil ich fand es wirklich gut. Dann habe ich einen Fixing Spray leer gemacht von Makeup Factory. Den finde ich auch sehr gut. Den kaufe ich mir aber nie nach. Den kriege ich immer von der Arbeit geschenkt. Aber ich fand ihn gut. Ich fand ihn wirklich gut. Er hat das gemacht, was er soll. Also ich würde ihn mir sicher wieder... Wenn ich nicht so viel hätte, würde ich ihn mir nachkaufen. Aber ich würde mich auch freuen, wenn ich ihn geschenkt bekomme. So ist ja nichts. Von Jill Sander Simply habe ich meinen Duschgel leer gemacht. Da schaut die Verpackung voll widerlich aus, weil es in der Dusche gestanden ist. Fand ich gut. Die Bodylotion habe ich noch und den Duft auch. Und das Duschgel ist leider schon leer worden, aber ich fand das wirklich gut. Und leider gibt es das nicht mehr. Wenn es das noch geben würde, würde ich es mir auf jeden Fall nachkaufen. Weil das war echt gut. Was ich auch, da fliegt es gleich mir aus der Hand. Was ich auch gut fand, war das Isana schäumendes Duschgel, fühlig gedrückt. Das war auch sehr gut. Das kam eher so raus wie Rituals aus der Verpackung. Also das fand ich wirklich gut. Und es gibt positive Nachrichten. Wir haben schon so viele geschrieben, dass Isana nach Österreich im Spar kommt. Ich habe auch eine Reklame schon bekommen, also eine Werbung, wo das drinnen stand, dass sie schon Isana-Produkte haben. Aber da war nicht viel abgebildet. Also müsste ich mal gucken, was sie alles haben. Aber schauen wir mal. Ich habe eh noch genug Sachen. Also ja, aber den fand ich gut. Den fand ich wirklich gut. Was ich nicht gut fand, war diese Hanfmaske. Die hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Also würde ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal nachkaufen. Aber ich habe sie als Geschenk mal bekommen. Augenmaske schon wieder. Ich habe ziemlich viele Augenmasken und so gemacht. Von Essence. Die fand ich gut. Die sind auch überhaupt nicht verrutscht. Die haben so einen Holo-Effekt gehabt. Die waren echt interessant. Ich glaube, ich habe sogar noch eine Packung. Ich finde es schade, dass die aus dem Sortiment gegangen sind. Weil die fand ich wirklich nicht schlecht. Aber ja, es geht alles Gute aus dem Sortiment. Leider. Ich habe noch eine Duftprobe leer gemacht vom La Vie Belle, von dem neuen, von den Iris Absolu. Habe ich euch ja im letzten Video schon gezeigt. Ich finde ihn okay, aber ich würde ihn mir nicht nachkaufen. Ich habe so viele Düfte, da brauche ich dabei echt nichts mehr. Jetzt kommen ein paar Dinge, die ihr eh schon auswendig kennt. Meine heißgeliebte In-Dusch-Body-Lotion von Nivea habe ich wieder leer gemacht. Ich liebe sie. Ich habe ja einmal schon dunkelblaue probiert. Die mag ich überhaupt nicht. Ich mag immer nur die hier. Kaufe ich mir deswegen auch immer wieder nach. So wie das hier, was ich ja Gott sei Dank in kleinen Hogsdorf gefunden habe. Meine Mundspülung von Colgate. Ich liebe sie. Ich habe Gott sei Dank noch ganz viele Backups, aber ich hoffe, dass sie in kleinen Hogsdorf auch weiterhin zu kaufen gibt. Weil bei uns gibt es nicht mehr. Ich habe sie nirgendwo mehr gesehen. Weil wir noch bei den Zähnen sind. Von Terra Natura habe ich die Zahncreme wieder leer gemacht. Ich habe die auch gerade nochmal in Verwendung, weil die sind eigentlich schon abgelaufen, was ich weiß. Jo. Deswegen versuche ich sie gerade nach der Reihe aufzubrauchen. Ich finde sie gut, die gibt es aber leider in dem Design und in diesem Format nicht mehr. Deswegen würde mich die neuen sehr interessieren, wie die sind. Werde ich mir sicher irgendwann einmal nachkaufen. Dann habe ich noch Augenpads vom Action aufgebraucht. Die gebe ich immer unter Tuchmasken. Die finde ich gut, sie brennen auch bei mir nicht, weil ich habe schon in so vielen Videos gehört, dass die bei jedem fast brennen. Bei mir aber Gott sei Dank nicht. Die finde ich jetzt nicht mehr so gut, das waren die von Balea. Die haben mich jetzt nicht mehr so vom Hocker gehauen. Die würde ich mir auch, glaube ich, nicht mehr nachkaufen. Ich mag die Hydrogel ehrlich gesagt lieber als die. Die gefallen mir irgendwie gar nicht mehr. Was mich eh wundert, aber mir gefallen sie nicht. Gefallen sie nicht mehr. So, von Balea die Hydrogelmaske habe ich auch wieder aufgebraucht. Ich habe nicht mehr viele im alten Design.
Ich habe mir jetzt ganz viele neue gekauft. Wieder mal. Dann habe ich so auf der Couch habe ich das probiert, um mich ein bisschen zu entspannen, weil die Woche stressig war. Von Mag Rhythm oder so heißt das, diese wärmende Augenmaske. Sie war okay, aber ich würde mir die ehrlich gesagt für den Preis jetzt nicht nochmal nachkaufen. Ich habe aber noch ein paar Backups von den anderen. Aber nachkaufen würde ich sie mir nicht. Meine Freundin ist aber wohl begeistert davon. Ich bin begeistert von den Bath & Body Works Seifen. Die fand ich jetzt aber nicht so geil, glaube ich. Die blaue mag ich lieber und die blaue habe ich mir auch wieder nachgekauft. Die gelbe war okay. Sie hat gut nach Zitrone gerochen, aber ich würde mir eher die blaue wieder nachkaufen als die gelbe. Ich habe auch jetzt gerade eine andere Verwendung. Ich glaube, die Pfirsich und die ist auch geil. Mein Freund hat ein Deo leer gemacht, das Pearl & Beauty von Nivea. Der kauft immer die. Oder beziehungsweise ich habe ihn jetzt das Komfort 3, Dry 3 vor allem. Dry Comfort oder so heißt das, habe ich ihm zweimal oder dreimal mitgenommen, was bei Müller um 1,99 in Aktion war. Aber er benutzt auch komischerweise das. Also er wechselt immer zwischen denen beiden, was ich weiß. So, noch eine Duftprobe habe ich leer gemacht. Das war aber so von einem Duft, den ich gar nicht kenne. Novelista oder so heißt der. Das war aber ein Herrenparfum, ich habe ihn aber selber verwendet. Ich habe das erst zu spät gecheckt, dass es ein Herrenduft ist. Er war aber okay, aber ich würde ihn mir jetzt nicht nachkaufen. So, noch mehr Masken, weil es ja nicht reicht, ne? Einmal habe ich vom Action die Sherry Extract Face Sheet Mask Brightening Relaxing Dingsbums habe ich leer gemacht. Die war gut, die war wirklich gut, aber ich darf mir wirklich keine mehr kaufen. Ich war eh schon wieder böse und habe mir wieder welche gekauft, aber die war echt gut. Die war wirklich gut. Von Germany's Next Topmodel habe ich mehrere sogar gemacht, von dieser Limited Edition, was da rauskommen ist. Drei habe ich leer gemacht, die vierte habe ich jetzt gar nicht mehr geschafft, sehe ich gerade. Ich habe drei davon leer gemacht. Einmal dieses Sonnendesign, dann einmal dieses Blattdesign und wie haben die ausgeschaut? Engelsflügel, glaube ich, waren das. Die einzigen, die bei mir nicht brannt haben, waren, glaube ich, die Sonne, oder? Ich weiß es nicht mehr, aber ich würde mir die Juti ja sowieso nicht mehr nachkaufen, also ist eh hinfällig. Noch einmal zwei Lippenmasken habe ich leer, weil ich ja eh so viele Backups habe. Einmal die neue, die Grapefruit und einmal die Kokos. Ich mag die Grapefruit, ich habe mir auch ein paar Backups gekauft. Aber ich finde die von Cadia Vera trotzdem die Kokos noch immer am besten. Das wird sich nicht ändern. Noch eine Balea habe ich leer gemacht, von denen habe ich auch so viele. Und eine Cadia Vera Augenmaske Aloe Vera. Die fand ich auch sehr gut. Die habe ich mir auch nochmal nachgekauft. Die war echt, echt gut. Zweimal die Cholestampulle. Ich glaube, die müsste da aber noch irgendwo drin rumfliegen, weil ich habe da mehrere, glaube ich, davon aufgebraucht. Ich kann heute irgendwie nicht reden. Die fand ich auch sehr gut. Ich müsste die mir mal anschauen, wie sie in Original kostet, weil das waren, wie gesagt, Proben. Waren aber nicht schlecht. Waren wirklich nicht schlecht. Deswegen habe ich keine Cadia Vera mehr so viele gemacht, weil ich ja die von Colister benutzt habe. Von Borgit habe ich eine frische Fußmaske aufgebraucht. Die war echt gut, jetzt so geil nach Kokos gerochen. Die war beim DM reduziert und ich habe sie leider nicht mehr gefunden. Ich muss nochmal Ausschau halten nach der reduziert, weil die ist mir regulär einfach zu teuer. Die kostet 4,45 €. Nein, bei mir bei Müller gibt es sie noch mit Kokos, aber würde ich mir nicht nachkaufen um den Preis. Wenn ich sie reduziert sehe, ja, aber so würde ich sie mir nicht nachkaufen. Aber die war gut, die war wirklich gut. Was ich auch gut finde, die liebe ich ja, ist von Balea die Handschuhmaske Make-A-Wish. Da habe ich aber auch noch ein paar Backups, aber ich liebe die. Ich hoffe, die reduzieren die auch, damit ich mir die bunkern kann. Da habe ich noch so eine Cholesterampulle. Ich habe ja gesagt, ich habe fast nur die aufgebracht. Eine Klinik-Gesichtspflegeprobe von dieser neuen Moisture Surge mit diesen 25 Lichtschutz. Ich kann heute nicht reden, ich weiß nicht, was los ist. Es ist aber auch schon spät, es wird gerade 10 Uhr am Abend, also ist es, glaube ich, verständlich. Die Moisture Surge, ja, habe ich leer gemacht. Die war sehr gut. Die fand ich wirklich, wirklich gut. Hätte ich nicht so viel Gesichtspflege, würde ich sie mir vielleicht sogar kaufen, aber ich habe zu viel. Die Bananenaugenbets habe ich auch leer gemacht, ich liebe die. Die brennen auch ein bisschen bei mir, aber ich liebe einfach dieses Design. Also die Idee von diesem Design macht mich fertig, wirklich. Mein Augenbrauengel habe ich auch wieder leer gemacht. Ich meine, da ist noch so ein kleiner Rest drin, aber das ist schon urgrauslich, deswegen gebe ich es weg. Ich habe aber eh noch so viele Backups. Ich liebe es noch immer, aber das gibt es ja nicht mehr. Eine Duftprobe habe ich leer gemacht und die muss ich mir auf der Seite lassen, weil den Duft fand ich mega gut. Dadurch, für einen frischen Duft hat er sehr lange gehalten. Deswegen will ich ihn unbedingt haben.
Mademoiselle von Azzaro. War gut. Ein Isana-Duschgel habe ich auch leer gemacht. Das fand ich okay. Oder fand ich das besser als das andere? Na, das war, glaube ich, schon eine Spur besser. Ja, aber ich fand das irgendwie nicht so gut. Ich weiß nicht, ich weiß jetzt, warum es nicht so viele von den Deutschen diese Isana-Duschgele kaufen, weil die gar nicht mehr so besonders sind. Ich habe die irgendwie besser in Erinnerung, aber ja, es war okay. Es war ja eh nur das Kleine, also war es jetzt nicht so schlimm. So, ich habe jetzt meinen Pony weggelippt, das hat mich deppert gemacht. Von The Body Shop habe ich eine Seife leer gemacht, die war echt gut. Das war diese Kindness and Peer, was ich mir ja reduziert gekauft habe, mal beim The Body Shop. Die war echt gut. Die hat wirklich gut gerochen. Ich finde das schade, dass ich mir nicht noch eine gekauft habe. Aber die war wirklich gut. Die habe ich auch gerne benutzt. Also ich habe sehr viel Seife in dem Monat irgendwie leer gemacht, aber die kleinen Dinger gehen ja auch schnell leer. Da waren jetzt nur 275 Milliliter drin. Aber ich fand die gut. Gibt's aber leider nicht mehr. Das fand ich okay. Das war von Balea dieses Deo Body Spray. Dieses Sweet Clementine. Ich habe noch immer den Rasierschaum, den ich irgendwie nicht leer kriege. Aber es war okay. Ich kaufe mir ja immer die von Balea. So, räumen wir da noch ein bisschen was aus hier. Ich habe einen Kajal von Berlin leer gemacht. Den fand ich furchtbar. Der hat total verschmiert. Der war viel zu fest. Man hat auf dem Auge keine... Es hat keine Farbe aufs Auge abgeben. Also... Den würde ich mir niemals nachkaufen. Der Augenbrauenstift ist gut, aber der Kajal ist furchtbar. Da hat man sich richtig das Auge aufgekratzt, um da irgendein Produkt runterzukriegen. Also es war einfach nur furchtbar. Würde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Was ich mir aber nachkaufen würde, wäre die Dado Sense Akutcreme. Habe ich mir auch schon nachgekauft. Habt ihr schon in einem Video gesehen. Ich liebe sie. Wenn ich mir die Beine rasiere... Habe ich in letzter Zeit so einen Tick, dass meine Haut so juckt danach. Deswegen, aber nur seit ich die Dusche habe. In der Badewanne war das nie so schlimm. Und seit ich in der Dusche eine Dusche habe und mir da die Beine rasiere, ist es furchtbar. Entweder ist es der Rasierer. Das habe ich mir auch schon gedacht, weil ich habe einen anderen. Aber ich weiß es nicht. Aber das hilft dagegen. Deswegen würde ich mir dieses Ding immer wieder nachkaufen. Was ich mir auch immer wieder nachkaufen würde, wäre das Remove von Marc Laurence, die Reinigungsmilch. Die habe ich jetzt auch wieder in Verwendung und ich liebe sie. Das ist meine absolute Lieblingsreinigungsmilch. Wenn die rausnehmen, zucke ich aus. Dann flippe ich aus. Mein Trockenshampoo ist auch leer worden von Garnier, dieses Fructis. Das mag ich auch, das Melone. Das habe ich jetzt auch wieder leer. Ich liebe das. Ich habe noch so viele Backups, Gott sei Dank. Das ist das einzig Positive, wenn man so viele Backups hat. Man muss oft nichts nachkaufen. Ich liebe das nämlich. Aber bei Müller gibt es das Melone nicht mehr. Das gibt es bei uns, glaube ich, nur noch beim Bieber. Und so oft komme ich dort ja nicht hin, leider. Ich meine, ich versuche es jetzt regelmäßiger, aber es funktioniert halt nicht mehr so oft, wie es mir wünschen würde. So, von Lancôme habe ich die Nutrix Body Royale aufgebraucht. Die war so gut. Die habe ich ja richtig ausgelutscht hier. Die war so gut. Ich habe auch Gott sei Dank noch ein Backup davon, weil die gibt es schon wieder nicht mehr. Die war wirklich gut. Der traue ich echt hinterher. Aber die ist für sehr trockene Haut. Jetzt geht's gerade zu der Jahreszeit. Brauche ich halt nicht so was Reichhaltiges, aber für den Winter würde ich die fix wieder anfangen, weil die war echt gut. Für die Haare habe ich leer gemacht von Alverde so eine Haarmaske, Feuchtigkeit. Die fand ich am Anfang sehr, sehr gut. Das hat beim ersten Mal meine Haare so schön gemacht. Jetzt habe ich sie wieder und es funktioniert nicht noch einmal. Ich weiß nicht, was mit meinen Haaren los ist, aber... Am Anfang fand ich sie gut, aber ich habe sie jetzt nochmal, wie gesagt, nachkauft und jetzt macht sie irgendwie nicht mehr das, was sie soll. Also werde ich sie mir nicht mehr nachkaufen. Da habe ich nochmal die Balea, die ich ja nicht so gut noch finde mehr. Boah, das war kein deutscher Satz. Die finde ich nicht mehr so gut. Dann nochmal die Collister-Ampulle. Hätte ich mir mehr aufheben sollen vielleicht. Dann die Cadea Vera Kokos Augenpads. Die habe ich leider gar nicht vertragen. Die haben bei mir ein bisschen gebrannt. Ich weiß nicht, ob es noch immer so ist. Ich muss die nochmal probieren. Aber eigentlich fand ich die cool. Schauen wir mal, ob sie jetzt wieder brennen. Dann habe ich noch einmal eine Kokoslippenmaske von Cadea Vera aufgebraucht. Eine Cute Bunny Tuchmaske habe ich leer gemacht. Die ist so süß gewesen. Der Stefan hat mich so komisch angeschaut, weil die hat so Hasenohren drauf gehabt. Könnt ihr das sehen? Der Stefan hat mich so komisch angeschaut die ganze Zeit. Aber die war gut. Die fand ich wirklich gut. Welche ich nicht so gut fand, weil die hat auch ein bisschen gebrannt. Ich weiß nicht, was mit meiner Haut los war. Die Lemon Lemonade Maske von Cadea Vera, die jetzt neu ist.
Die fand ich okay. Ich habe aber, glaube ich, auch noch ein, zwei Backups oder so. Das fand ich ja mega furchtbar. Das hat bei mir so nach Pipi gerochen. Am Anfang hat das so gut gerochen. Und umso länger ich ihn drauf hatte, umso mehr hat es nach Pipi gerochen. Das war von Prada, der Infusion de Rose. Schaut so aus. Von innen sieht er so aus. Würde ich mir niemals nachkaufen. Ich will nicht nach Pipi riechen. Nächster Schub. Ich versuche gerade so gut es geht, die kleinen Sachen aufzubrauchen. Das fand ich jetzt nicht so besonders, dass wir die von... Noch einmal. Das fand ich nicht besonders. Das war von Esana, die Wild Leo Creme Dusche. Fand ich okay. Muss ich aber jetzt nicht nochmal haben. Ich finde, die Esana enttäuscht mich ein bisschen. Ich weiß nicht, was da los ist. Noch einmal eine Kokoslippenmaske von Cadavera. Ich habe so viele aufgebraucht davon, weil ich aber auch so viele habe. Und nochmal eine von den Grapefruit. Habe ich auch leer gemacht. Eine Glow-Ampulle habe ich noch leer gemacht. Kennt ihr ja auch schon von mir. Ich liebe ja die von Cadavera, das wisst ihr ja eh. Noch einmal die Balea-Lippenmaske. Also ich habe echt ein Problem. Gibt es da noch irgendwas, was doppelt ist? Sehen durch jetzt nichts, aber ich habe auch von Cadavera die Vitamin Multivitamin-Ölperlen-Ampulle aufgebraucht. Finde ich ja auch gut. So, dann habe ich eine Probe leer gemacht von Vaso Shiseido. Eine Augenpflege, die hat mich überhaupt nicht überzeugt. Ich habe so gute Hoffnungen drin gehabt, dass sie gut ist, aber ich fand sie nicht gut. Würde ich mir nicht kaufen. Ich habe auch die Proben verschenkt. Von Givenchy Irresistible habe ich eine Probe leer gemacht. Der war auch gut, aber nicht so gut wie der andere von Azzaro. Da mache ich den von Azzaro ein bisschen lieber. Aber er war okay. Er war okay. So, ein Fußpeeling habe ich auch leer gemacht. Von Barfuß, von der Müller Eigenmarke. Ich fand das nicht gut. Mir hat es irgendwie nicht gefallen. Ich fand, da war viel zu wenig Peeling-Effekt. Also die Verpackung ist mega schön, aber der Peeling-Effekt war einfach nicht da. Zwar auch noch ein paar kleine Sachen drin, aber egal. Ich will nicht das zu schnell machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin viel zu schnell. Aber vielleicht bilde ich mir das auch ein. Weil ich halt immer dieselben Sachen herzeige, weil ihr kennt sie ja schon. Ich habe gerade was dazu gesagt. Also. Da haben wir noch eine Lancôme-Duftprobe. Den fand ich gar nicht so schlecht, aber den gibt es immer mehr. Das war diese limitierte Edition mit diesem Feuerwerk-Flakon. Den gibt es leider nicht mehr, aber den fand ich gut. Da habe ich noch eine Primark-Maske, die würde ich mir jetzt nicht nochmal nachkaufen. Ich finde die Primark-Masken nicht so besonders. Da würde ich mir eher von Balea oder so welche kaufen oder von Müller. War ja klar. Ich habe so viele Duftproben leer gemacht, das ist echt... Den fand ich auch gut. Das war von Guerlain, der Aqua Allegoria Forte. So schaut der aus. Den habe ich zweimal gleich leer gemacht, ihr könnt es sehen. Einen werde ich mal gleich auf die Seite legen. Den fand ich nämlich gut, ich muss den aber, glaube ich, nochmal genauer probieren. Ich weiß nicht, er hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Also wenn ich das jetzt vergleiche, wenn ich das jetzt mit dem Vergleich fand ich den viel besser als den da. Der hat irgendwie nicht so lange gehalten, aber ich fand den eigentlich gar nicht so schlecht. Also an mir hat er mal gefallen, aber ich glaube, er ist jetzt kein Nachkaufmaterial. So wie der. Der war ja auch nicht gut. Überhaupt nicht gut. Von Hermes war das. Und ich dachte eigentlich, dass mir der gefällt. Die Verpackung ist ja wunderschön von der Probe und da haben sie sich auch echt was einfallen lassen, aber er war nicht gut. So schaut der Duft aus. Ich fand den nicht so gut. So wie den, fand ich leider auch nicht so besonders. Von Easy Miyake den A Drop Dise mochte ich jetzt auch nicht so gern. Ich habe immer das Gefühl, dass die frischen Düfte einfach nicht zu mir passen. Ich habe es heute mit dem Fallen lassen, glaube ich schon wieder. Gott, eine Probe von einer Maske habe ich auch leer gemacht. Das war die Toni Moly Tomatenmaske, die war echt gut. Die hat mir wirklich gut gefallen. Aber ich habe so viele Masken, ich muss einmal was verbrauchen. Ich kaufe nämlich trotzdem welche, obwohl... Jetzt fangen die Strähne an, obwohl ich sehr viele noch zu Hause habe. Noch eine Action-Augenmaske habe ich leer gemacht mit dem alten Design. Selbe wie vorher, ich mag die trotzdem, auch wenn viele sagen, die brennen bei denen. Bei mir brennen sie Gott sei Dank nicht. Aber ich würde sie mir jetzt auch nicht mehr so nachkaufen wie jetzt von Balea oder von Cadavera. Weil die zwei Marken mag ich doch lieber von den Augenmasken. Ich habe das Feuchtigkeitskonzentrat von Clinique auch nochmal probiert, aber es ist einfach nichts für mich. Ich werde es einfach nie wieder probieren. Es geht einfach nicht bei mir. Ich habe das, glaube ich, von der Vivi gekriegt. Ich mag diese klebrige Konsistenz davon nicht, egal ob man Pflege drüber gibt oder nicht.
Da habe ich noch eine Probe von so einer Jetlag-Maske aufgebracht. Da habe ich mir aber die zweite jetzt aufgehoben, weil ich im August ja wegfliege. Ja, die war okay. Aber von Jetlag habe ich jetzt nichts mehr. Vielleicht, weil ich auch nicht ein Jetlag hatte. Ich habe dann noch zwei Augenmasken. Der traue ich ja mega hinterher. Das war die von Balea. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Aber das war meine allerliebste Tuchmaske. Die hat ja so ein Design gehabt. Also Design, die war so. Nicht diese Pets-mäßigen, sondern die war eher so. Wie eine Maske halt. Die fand ich echt gut und der traue ich echt hinterher. Aber ich habe Gott sei Dank jetzt die von Cathea Vera und ich finde, die sind jetzt kein Tube, weil das war eher ein Tuch, das andere ist Gel, aber die mag ich trotzdem. Noch immer am liebsten und die gibt es nicht mehr. Das war jetzt meine letzte Packung. Ich habe eh lange gebraucht, bis ich sie aufbrauche. Was ich aber gut finde, die waren vom Action. Ich hasse meine Haare heute. Die waren vom Action, diese Rainbow Hydrogel Augenmasken. Die war geil. Sie hat jetzt nicht so mega geil ausgeschaut wie da auf der Verpackung, die Augenmaske. Aber ich habe sie trotzdem nachgekauft. Ich fand die echt gut. Dann habe ich zweimal so Melone-Masken leer gemacht. Die habe ich ja schon ewig gehabt. Einmal war es eine Sheet-Mask und einmal war es eine Jelly-Mask. Und irgendeine von beiden fand ich noch schrecklicher als die andere. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, weil die habe ich ganz am Anfang von dem Monat gemacht. Ich glaube, die Jelly fand ich vom Duft her furchtbar. Und die Sheetmask hat aber gut gerochen. Aber die habe ich mir mal irgendwann vom DM oder so, glaube ich, gekauft. Ich weiß nicht mehr, wo ich die habe. Ja, gibt's eh nicht mehr. Waren okay, aber gibt's eh nicht mehr. Die letzten Dinge. So. Ich habe von Dior die Reinigung aufgebraucht. Die fand ich aber auch nicht. Sieht man die? Die fand ich aber auch jetzt nicht so besonders. Sie war okay, sie ist geschäumt, sie hat das Gesicht gereinigt, aber ich würde sie mir nicht nachkaufen um den Preis. Also ich weiß gar nicht, wie viel das Ding kostet, aber ich würde sie mir nicht nachkaufen. So, dann habe ich von Versace nochmal so eine Mini-Probe-Größe da aufgebraucht. Einmal Duschgel, einmal Bodylotion. Ich habe die Bodylotion, das war so ein Gel, diesmal nicht aufgeschnitten, weil mir hat es nicht so gut gefallen, ehrlich gesagt. Ich fand die lila eine Variante besser. Da stört mich ein bisschen der Duft. Aber ich habe es leer gemacht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Dann habe ich da noch eine Gesichtscreme von Lancôme. Derer traue ich ein bisschen hinterher. Ich habe aber noch so viel Gesichtspflege, die ich mal leer machen muss. Aber die war gut. Die habe ich echt gern benutzt. Ich fand, da war meine Haut viel schöner danach. Aber erstens, es ist sehr, sehr teuer. Und zweitens habe ich noch so viel Gesichtspflege, deswegen darf ich mir aber nichts kaufen. So, dann habe ich noch einen Primer leer. Da hebe ich mir aber die Verpackung auf, weil die Dupe in meiner Sammlung, da was da rumliegt, die macht mich ganz kirre. Ich habe dann nämlich sogar die Dupe, glaube ich, aufgeschnitten. Ja. So schaut der Primer aus. Jetzt habe ich euch das so hingefetzt, sorry. Das ist so ein, weiß ich nicht, Natural Radiance Base Lumiere Ding heißt das Ding von MAC. Da oben steht sogar die Farbbezeichnung Radiant Yellow. Ja, die Verpackung hebe ich mir auf, weil ich habe dieses Ding ja so aufgeschnitten und das hat eben so blöd ausgeschaut. Ich meine, ich wollte euch das nicht so zeigen. Deswegen habe ich die Verpackung da jetzt mit reingeworfen. Ich werde sie aber noch aufheben und werde dann die Dupe dann, wenn sie offen ist, so reinstecken. Nicht, dass sie mir aufgehen und das ganze Ding dann voll ist davon. Er war gut. Er hat das gemacht, was er soll, aber ich habe noch so viele Primer und ich würde mir den nicht nachkaufen. Zwei Düfte habe ich noch leer gemacht. Einmal von Lacoste, das war nur so eine Probegröße, ist eigentlich ein Herrenduft, aber ich habe ihn trotzdem selber benutzt. Das war so eine Flasche. Habe ich selber verwendet. Das war eigentlich, wie gesagt, ein Herrenduft. Von Elle Douce Douce heißt der Duft. Blanc, Eau Fraîche. War ganz okay. Würde ich mir aber jetzt nicht nachkaufen. Einen habe ich jetzt noch. Das ist von Davidoff Cool Water. Jasmin and Tangerine heißt der. Ich habe da den Tester nehmen dürfen. Ich habe mir den aber zweimal noch nachgekauft, weil es ja nicht reicht von meiner Sammlung her. Ich bin aber froh, dass ich einen leer gemacht habe. Ich werde mir die zwei jetzt noch aufheben, weil jetzt gleich danach will ich natürlich nicht den anderen anfangen. Aber ich muss sagen, ich vermisse den Duft ein bisschen. Ich vermisse den wirklich. Er riecht mega gut. Ich liebe den Duft davon. Aber ja. Ich habe noch so viele andere offen, die ich auch noch benutzen muss. Deswegen lasse ich die beiden mal zu und werde dann noch eine Weile warten. Und werde die dann demnächst irgendwann einmal, wenn ich ein bisschen weniger von den offenen habe, was ein bisschen dauern kann, werde ich den dann
wieder benutzen, weil ich mag den sehr gern. Der riecht wirklich gut. Und jeder hat auch gefragt in der Arbeit immer, was ich oben habe, wenn die den Geruch haben. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr so aufgebraucht habt. Wenn ihr das noch wisst nach so langer Zeit. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!